befinden uns hier in Sicke im Kreismuseum und heute ist Handwerkertag und wir stellen unter anderem hier mit mehreren Kollegen auch Dampfmaschinen aus. Dampfmaschinen faszinieren, die dampfen, zischen, bewegen sich. Eine alte Technik, die heute noch viele noch immer interessiert. Wir haben hier verschiedene Modelle. Wir haben so, wie gesagt, historische Maschinen. Wir haben aber auch Maschinen, Eigenkonstruktionen, die ich selber gebaut habe, in einem entsprechenden Maßstab. Und wir haben hier zum Beispiel ein Kraftwerk zur Stromerzeugung. Lehrmittelanlage von ca. 1910-12 wurde nur für begüterte Leute wurde das geliefert und Schulen und Universitäten. Für Privatleute weniger. Das ist ein Steinbrecher, ein französischer Steinbrecher, der zum ersten Mal aufgetaucht ist als Modell. Und das ist ein Meisterstück, man kann es also an den Verarbeitungen genau erkennen. Und ja, den haben wir dieses Jahr zum ersten Mal gefunden und restauriert und jetzt hier in Betrieb genommen. Das sind Brecher, wie sie unter anderem auch in der Steinkohle. Mein Enkel Leon interessiert sich auch dafür. Natürlich interessiert er sich auch für die üblichen Techniken der heutigen modernen Zeit, aber das Thema Dampf interessiert ihn auch sehr, von klein auf an schon. Und das freut mich, dass er da so ein bisschen in meine Fußstapfen tritt.